Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 26. Oktober 2017? Sonne. Die Scheinbewegung, die Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und hat eine Verbindung zu einem Stern Kambalia. Dieser Stern Kambalia gibt uns eine Botschaft, ändere deine Schritte. Und die Sonne natürlich die Klarheit, die Orientierung und auch die Bewusstsein. Und damit sollten wir heute auch bewusst sein, wir sollen wir in einer bestimmten Situation etwas verändern. Ändere deine Schritte, sagt dieser Stern aus. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Steinbock, hat eine zunehmende Mondphase. Das eignet sich immer, etwas zu beginnen, was vermehren soll. Hat aber einen Konflikt gerade mit dem Planet Venus. Und Venus ist der Planet der Liebe und es bedrückt heute die Gefühle, die Emotionen, Bereich Liebe, Partnerschaft. Die zwei Tierkreiszeichen, die das trifft, sind die Steinbockgeborenen und die Wagengeborenen. Also entweder ist noch unklar, undeutlich, die Gefühle kommen durcheinander, aber kann auch eine Trennung bedeuten, weil das ist nicht nur die Mond, was da einen Einfluss hat auf den Venus, sondern auch Pluto. Und das kann auch zu Trennung führen. Planet Erde, unserem Planet Erde, bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Stier, hat immer noch Verbindung zum Charatan und Mesar-Team. Das ist der Neuanfang, etwas Neues zu starten. Und das gibt Sicherheit, Stabilität, ein fester Boden unter unseren Füßen. Aber zurück zu Mondbewegung in Tierkreiszeichen Steinbock. Weil die Mond hat auch Einflüsse von anderen Sternbildern und hier spielt eine Rolle Altair und Vega. Altair und Vega ist ein Liebespaar und das verehren die Chinesen und die Japaner und sogar feiern sie als Tag der Liebe, wenn die beiden sich vereinen. Die Geschichte ist folgendes. Altair ist ein Hirtenjunge. Und Vega ist ein Fee im Himmel. Und diese Fee verliebte sich an diesen Hirtenjunge, verließ den Himmel und hat mit diesem Hirtenjunge verheiratet. Und sie waren in einer glücklichen Partnerschaft. Bis dann der Himmelskaiser und die Himmelskaiserin, was nichts anderes ist, im chinesischen Astrologie als Sonne und Mond merkte diese Veränderung, dass der Fee unter den Menschen ist bei diesem Hirtenjunge. Und die Himmelskaiserin hat diese Fee Vega zurückgeholt. Die beiden, Altair und Vega, trennt die Milchstraße, was die Chinesen als gelber Fluss sehen. Und so beschreiben das auch mythologisch. Aber kam ein dritter Stern, Deneb, ein Stern von Sternbild Schwan und vereinte die beiden, weil dieser Stern, dieser Deneb, befindet sich im Sternbild Schwan und Deneb bildet sich eine Brücke aus Schwanen in diesem Fluss. Und auf dieser Brücke können sie beiden sich treffen und wieder vereinen. Altair und Vega, die zwei Liebende, also eine Brücke bauen. Und dieser Fluss ist nichts anderes als die Milchstraße. Und die Milchstraße trennt die beiden Sternen Altair und Vega. Altair befindet sich im Sternbild Adler und Vega befindet sich im Sternbild Lyra. Und
Der Neb hilft und der Neb ist die Hauptstern im Sternbild Schwan. Und diesem Sternen, besonders Altair und Vega, diese beiden Liebenden, haben einen Einfluss auf unserem heutigen Mondenergie. Das heißt, Brücke bauen zu jemand, auf anderen zuzugehen oder ein Treffen. Besonders wenn die, wo alleine sind oder in einer unglücklichen Partnerschaft leben, die Pluto-Einfluss sagt aus, trenne dich und es ist eine neue Bindung da und es kann gut möglich sein, heute oder in die Tagen. Und wie trifft die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Tierkreiszeichen Steinbock-geborenen Spannung in Liebe, Partnerschaft, vielleicht sogar Trennung. Die Gefühle kommen durcheinander. Aber ein guter Gespräch, eine gute Nachricht, vielleicht aus beruflichen Situationen, ist schon erwarten. Also eine gute Nachricht ist auch unterwegs. Die einzige, wo die Steinbock-Geborenen gerade Themen haben, das sind die Gefühle und auch die Liebe, Partnerschaft. Die Steinbock-Geborenen haben kleinere Veränderungen oder machen einen Besuch oder eine Einladung haben sie oder ein Familienfest, eine kleine Reise ist möglich. Und die nächste Zeit wird es wichtig sein, die Werte, auch die eigenen Selbstwertgefühl und das auch Verlangen von anderen, dieser Respekt. Und die nächste Zeit werden die Steinbock-Geborenen um die Finanzen kümmern. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen brauchen Sicherheit, Stabilität. Liebe Partnerschaft, da haben die Wassermann-Geborenen Glück und sie spüren auch diese Leichtigkeit, kommt auch etwas in Bewegung. In die nächste Zeit werden kleinere Veränderungen sein oder eine Einladung oder ein Familienfest oder kleinere Veränderungen. Die Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen ist ein guter Einfluss von Mond da. Das sind die Wünsche, Sehnsüchte, Träume und die Fischengeborenen wird ein Traum wahr oder ein Traum hat eine Bedeutung, schöne Einflüsse von außen, vielleicht sogar von Vergangenheit. Was bei Fischengeborenen wichtig ist, Gespräche führen mit anderen, nicht unsicher sein, sondern auf anderen auch zugehen und diese Leichtigkeit, diese spielerische Art und Weise auch mal erlauben und leben. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen kommen schicksalhafte Veränderungen. Sie können auch ihre Wünsche als Ziel setzen. Es ist alles erreichbar. Heute sind Einschränkungen da. Es klappt nicht. Es ist auch keine gute Zeit, etwas zu beginnen. Es sind Hindernisse da. Aber in den kommenden Tagen wäre ein richtiger Zeitpunkt, etwas Neues starten. Es kommt alles leichter, alles voran. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen haben ein gutes Gefühl, ein bisschen Unsicherheit, was die Liebepartnerschaft betrifft. Und ein Gespräch ist wichtig. Aber nicht nur warten, sondern auf anderen zuzugehen. Es ist nicht nur die liebe Partnerschaft wichtig, gerade bei den Stiergeborenen das in Ordnung zu bringen, sondern in die nächste Zeit wird auch die berufliche Situation wichtig sein und auch Gesundheit. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen fühlen sie sich wie beengt momentan. Es geht nichts voran. Alles, was sie vorhaben, läuft etwas aus dem Ruder. Aber ein bisschen Geduld und es kommt trotzdem im Vorn, also nicht den Mut verlassen. Und sie stehen jetzt in einer Prüfung, ob sie etwas aufgeben oder nicht. Und die Zwillingsgeborenen sollen Stärke zeigen, sie geben nicht auf. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen befinden sich in einer Wandlung, einem Veränderungsprozess, auch bei einem Neuanfang. Sie haben aber Angst vor diesem Neuanfang, also diese Unsicherheit, diese Ängste überwinden. Diese Veränderungen wird gut sein, auch wenn du noch etwas überprüfen musst oder noch Hindernisse da sind. Es ist wichtig, auch dieser Neustart. Eine gute Nachricht ist unterwegs. Und die Möglichkeiten, Chancen haben gerade die Krebsgeborenen. Also wichtig ist, Mut und Kraft zu haben und etwas Neues zu starten und keine Angst vor diesen Veränderungen.
Die Tierkreiszeichen Löwengeborene erleben ihren Höhepunkt, besonders beruflich. Sie haben gute Chancen, Möglichkeiten, beruflich etwas Neues starten oder haben Erfolg oder bekommen gerade Anerkennung und Lob. Die Gespräche sind weniger gut. Oder die Termine kann auch bedeuten, dass die Löwengeborenen warten auf ein Nachricht, warten auf einen Termin oder auf einen Vertrag und das kommt noch nicht. Da sind sie etwas eingeschränkt. Die Löwengeborenen haben sonst Erfolg im Beruf, aber auch Glück in der Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist etwas ruhig, kommen keine direkten Einflüsse von außen, aber es ist alles sehr gut. Schöne Gespräche, gute Möglichkeiten, Chancen, ein gutes Gefühl, einen inneren Gleichgewicht und einen beruflichen Aufstieg, aber auch gute Freunde, neue Freundeskreise oder neue Kontakte, auch in die Liebe, Partnerschaft ist mehr Leichtigkeit, eine schöne Zeit für die Jungfraugeborenen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft, aber heute kommt ein Einfluss vom Mond und vom Pluto und es schränkt ein. Ein ungutes Gefühl oder eine Trennung. Aber diese Schritte sind auch wichtig, damit etwas Neues entstehen kann. Wenn aber die Beziehung noch einen Bestand hat oder eine bestehende Partnerschaft, und handelt sich nicht um eine Trennung, ist auch die Spannung heute möglich, aber das verbessert sich in den kommenden Tagen, kommt mehr Leichtigkeit. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben nach wie vor eine ganz tolle Auftreten, Ausstrahlung, die strahlen sehr viel Kraft und Mut aus, aber auch wie Magie und so fühlen sich die Mitmenschen, sie fühlen sich magisch auf dem Skorpiongeborenen angezogen. Und das sind schöne Kontakte und das schafft auch natürlich Vorteile, Möglichkeiten, Chancen, gute Gespräche, mehr Klarheit, mehr Orientierung. Aber auch die Sonne, weil Sonne bewegt sich hier im Tierkreiszeichen Skorpion, wie ich schon sagte, hat einen Einfluss von Kambalia. Und Kambalia ist eine Botschaft, ändern deine Schritte oder ändern die Richtung, weil das führt zum Erfolg. Vielleicht die Einstellung sollte man ändern, kann auch möglich sein. Aber eine tolle Auftreten, tolle Ausstrahlung. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wie etwas beengt, wie eine Sperre, obwohl sie vor einer Veränderung und Umbrüche stehen gerade. Und diese Veränderungen sind sehr gut. Uranus hat einen super Einfluss auf die Schützengeborenen, Saturn und Uranus, Verbindung und das ist natürlich auch die Möglichkeit, etwas zu verändern im Leben, etwas in Form zu bringen. Trotzdem ist etwas unbeweglich momentan. In den kommenden Tagen kommt aber etwas in Bewegung und kommt auch mehr Leichtigkeit. Wichtig wird auch die eigenen Entscheidungen und die Auftritte und die Mut und Kraft zu haben. Und keine Angst von dieser Veränderung, was die Schützengeborenen zurzeit erwartet. Diese Beschreibung ist natürlich allgemein, es besteht aber die Möglichkeit des maßgeschnitten Anfertigen. Und Sie können gerne das bestellen, wie zum Beispiel Jahreshoroskop 2018. Ja, was ist die Tendenz im 2018? Was passiert in einzelnen Monaten? Oder welche Hindernisse sind da, das kann ich ganz genau beschreiben und das können Sie bestellen. Mein Kontaktdaten befindet sich unten bei der Beschreibung. Manchmal sind aber so alltägliche Themen oder nur eine Frage, wie zum Beispiel, kommt er zurück? Denkt er mich noch? Liebt sie mich noch? Sehe ich ihn in den kommenden Tagen? Kann ich in dieser Arbeit bleiben? Soll ich diese Schulung beginnen? Oder bekomme ich einen neuen Arbeitsvertrag? Soll ich mich umziehen? Soll ich diese Reise buchen? Oder soll ich dieses Buch kaufen? Es sind Fragen, was die Alltag betrifft, aber es sind auch wichtige Fragen. Und das zu beantworten, empfehle ich Ihnen die Blitzberatungen. Wie funktioniert das? Sie schreiben mir ein E-Mail, beschreiben Ihre Lebenssituation, möglichst mit Geburtsdatum, mit Uhrzeit und natürlich auch Geburtsort. Und ich beantworte das. Zwar blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro.
Und ich empfehle noch die schamanischen Trommeln. Ich trommel natürlich nicht. Das macht eine Schamane. Und Sie können sofort die Klang der Trommeln auch genießen. Und diese Trommeln, diese Energie, diese schamanische Trommel hilft dabei, von etwas zu befreien, etwas loslassen oder in eine andere Schwingung zu kommen. Und es ist auch möglich, Trommelmusik zu bestellen, maßgeschnitten für Sie, für Ihre Lebenssituation passend, aber ein Ausschnitt für den kommenden paar Minuten können Sie einen Einblick dafür haben und diese Musik zu genießen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.